Nach dem gewonnenen EHF-Viertelfinal-Hinspiel in Pamplona war der SC Magdeburg gemeinsam mit dem Paritätischen schon zur nächsten Station für die Tour der Vielfalt unterwegs. SCM-Spieler Nemanja Selenovic hatte die Gelegenheit, am Montag, den 24. April, insgesamt 22 Schüler in der Willy-Friedrich-Sporthalle in Gardelegen zu trainieren. Die Jugendlichen kamen unter anderem aus der Karl-Marx-Sekundarschule Gardelegen, der Sekundarschule Mieste und dem Jugendhaus Pollwitz. Eine Stunde lang trainierten sie gemeinsam mit ihrem Handballprofi Nemanja. Aber bevor es richtig losgehen konnte, wurde ein richtiger Sportlereinlauf zelebriert. Die Schüler wurden einzeln aufgerufen und liefen wie ihre Vorbilder in die Halle ein. Diese Aktion war bis jetzt einmalig und soll weiter fortgesetzt werden. Nach verschiedenen kleinen Aufwärmübungen übte Nemanja mit den Schülern verschiedene Ball- und Passübungen. Trotz der Müdigkeit von der anstrengenden Reise aus Pamplona absolvierte er das Training mit den Jugendlichen mit Spaß und Freude und brachte ihnen den Handballsport näher. Auch der serbische Nationalspieler findet diese Aktion mit dem Paritätischen sehr wichtig und hatte sichtlich Freude daran. Ja, war super. Heute habe ich schon wirklich gut gemacht mit diese Kinder. Für mich das ist ganz wichtig und für die Zukunft auch in Deutschland. Deutschland gibt es zu viele Talente auch in Schule und dann ich denke, das ist ganz wichtig für die Kinder, dass von einem Spieler, zwei Spieler aus SCM kommen hier und dann zeigen alles aus Handball und was. Nicht nur das Training mit den Schülern stand bei ihm im Fokus, sondern auch die nächsten wichtigen Spiele. Schon am Mittwoch, den 26. April, musste SCM auswärts gegen den TBV Lemgo spielen. Am darauf folgenden Samstag findet das Viertelfinal-Rückspiel des EHF-Pokals in der GTEC Arena statt. Zwar hat der SCM einen Vorsprung von 7 Toren, dennoch soll ein erneuter Sieg gegen Helvetia Anaitasuna her. Ich denke, das ist 7 Tore ist okay, aber nicht so genug. Aber wir müssen auch suchen einen wichtigen Sieg zu Hause und dann mit dieser Siegserie weitergehen. Und dann für uns, das ist ein Ziel, auch auf Final Four gehen. Aber wir müssen gucken, diese zweite Halbzeit gegen Anaitasuna ist ganz wichtig. Sie sind nicht schlechte Mannschaft, wirklich gut gespielt zu Hause. Wir haben gut gemacht hat, aber wir müssen konzentriert bleiben und dann gucken nach vorne und wir müssen probieren zu gewinnen zu Hause. Und auch diese erste Spiele auswärts in der Bundesliga gegen Lemgo ist immer schwer und wir müssen stark bleiben und gucken nach vorne. Nach den verschiedenen Passübungen durften sich die Jugendlichen beim Handballspielen ausprobieren. Hier zeigten sie, was sie alles beim Training mit dem Handballprofi gelernt hatten. Auch ihnen gefiel das Training, sie konnten viele neue Einblicke erlangen. Also es war ganz okay und auch, ich sag mal, so ein Profi so live zu sehen, ist eigentlich ganz gut. Und das ganze Spiel war eigentlich heute krass, das erlebt man nicht jeden Tag so wie heute. Ich fand den Spieler schön und die Spieler, die wir zusammen gespielt haben, mal Teamspiel, Handball spiele ich auch gerade, habe ich mal früher ein paar Monate gespielt auch. Habe wieder mal endlich angefangen zu spielen, wieder ein bisschen. Dass sie gewinnen und noch den vierten Stern holen. Ja, ich fand's gut, weil dass wir uns nicht gestritten haben, fand ich in Ordnung. Und es hat auch mal Spaß gemacht, war mal was anderes als sonst immer in der Schule oder so. So wie die Siegesserie des SCM soll auch die Tour für Vielfalt weiter fortgesetzt werden. Noch viele weitere Stationen werden von den Handballprofis besucht werden, aber erst in der nächsten Saison.